Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Experteninterviews der Fachgruppe der Immobilien- und Vermögensdauerhändler der Wirtschaftskammer Niederösterreich. Heute zu Gast der Geschäftsführer Michael Swoboda von der Firma Real Facility Gebäudeservice aus Klosterneuburg. Und ja, passend zum Frühjahr, wo alles blüht und gedeiht, da beginnt im Regelfall ja auch das große Krabbeln. Im Garten sehr schön, vor allem wenn es Nützlinge sind, im Haus weniger schön, vor allem wenn es Schädlinge sind. Und das ist unser heutiges Thema, Schädlingsbekämpfung. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ja, wenn wir über Schädlinge sprechen, welche Schädlinge gibt es denn überhaupt? Welche sind für den Menschen schädlich, welche sind fürs Haus schädlich? Was ist da so die Rangliste oder wo sind die größten Probleme bei den Schädlingen? Wir haben einmal zu unterteilen, es gibt Vorratsschädlinge, Materialschädlinge und Hygieneschädlinge und dann haben wir noch die Lästlinge. Und es gibt dann noch andere Kategorien, wo man es unterteilen kann, zu den Insekten, zu den Nagetiere. Vorratsschädlinge sind dann im Regelfall eher die... Die, was eben quasi die zum Beispiel die Dörrobstmotte in die Richtung. Und da gibt es zum Beispiel bei der Dörrobstmotte, wenn man sowas hat, ständig ein Problem. Da gibt es auch diverse Nützlinge, die man da beziehen kann, ja, also, und das kann man quasi auf die ökologische Schiene bekämpfen. Also es muss nicht immer Gift sein. Es muss nicht immer Gift sein. Ja. Also das empfehlen wir immer. Wir schauen immer, dass wir auch da sehr beratend tätig sind. Und ja. Was ist jetzt im Frühjahr der Klassiker? Früher jetzt, wo wird es jetzt am meisten angefordert? Jetzt werden die Leute wieder nervös. Ja. Bei den Wespen und Hornissen, wenn da schon ein paar Umat umfliegen und momentan sind aber die Nester noch sehr klein und die Wespen nicht so aggressiv. Das wird dann erst gegen Spätsommer werden es. Das heißt, je schneller man es erkennt, umso besser ist es, dann kann man jetzt noch aktiver. Genau. Was ist mit alten Nestern? Es passiert oft, dass man dann im Herbst entdeckt, es gibt ein altes Wespennest oder jetzt im Frühjahr ein großes. Naja, kann man die jetzt entsorgen? Im Winter dann, sage ich mal, kann man die eigentlich ohne Problem entsorgen. Man braucht nur schauen, fliegt der Wespen raus oder ist Geräusch zu hören, dann soll man es noch lassen. Aber sobald es nicht mehr ist, kann man es eigentlich runternehmen. Da ist der Staat dann abgestorben und die neue Königin hat sie eigentlich versteckt für die neue Brutnacher. Wespennester sind jetzt so ein bisschen die Klassiker. Beim großen Krabbeln, was sind so da die Klassiker? Beim großen Krabbeln, ja, das gibt ja nicht nur die Insekten, die krabbeln, sondern auch die Nagetiere, da haben wir die Mäuse und die Ratten. Ja. Und das sind im Prinzip auch Krankheitsüberträger und können auch Leitungen bei Häusern schädigen etc. Wenn ich merke, ich könnte Nager haben, Mäuse, Ratten, wie geht der Spezialist dann vor? Was kommt dann zum Einsatz? Ja, also wir empfehlen es uns so an und für sich für so Gemeinschafts-, also Wohnhausanlagen immer ein Monitoring. Ja. Das ist, da bringen wir genau solche Boxen aus. Ja. Die sind, Sie kennen wir, sie. Können die, wir mal reinschauen? Natürlich, man kennt sie immer nur von außen. So schaut es dann von drinnen aus. Das ganz hier simpel. Kommt hier auf der Seite hinein, der Nager und frisst dann die Köder. Das hier zum Beispiel ist nur ein Monitoring-Köder, das heißt, es muss nicht immer Gift sein, um einmal zu erkennen, ob ein Befall vorhanden ist. Das heißt, ihr kontrolliert dann, ob er angebissen ist, dann wisst ihr, es gibt einen Befall, aufgrund der Menge wahrscheinlich auch, wie viel Befall ist und aufgrund der Fallen, die ihr aufstellt. Und ihr macht dann im Regelfall wahrscheinlich einen Bekämpfungsplan. Eine Bekämpfung quasi dann wird dieser Köder gegen einen Giftköder ausgetauscht. Ja. Und da ist wichtig eben, dass man das Gift verschlossen hat, dass man das auch gekennzeichnet hat. Und beziehungsweise es gibt, wir haben auch so Mülleime im Programm, die eigens verschlossene Rattenbox haben. Ja. Die komplett versteckt ist. Das ist auch hier Sicherheit, vor allem für die Bewohner des Hauses. Sicherheit für die Kinder, für die Bewohner und auch für unsere Haustiere, unsere Geliebten. Und ja, da legen wir eigentlich sehr großen Wert drauf, dass das sollte man wirklich auch drauf schauen, dass das auch verschlossen ist. Ja. Jetzt hört man ja auch immer wieder, es gibt auch Schädlinge, die an die Substanz des Hauses gehen. Also man denkt in erster Linie an die großen Horrorfilme, an den Termitenbefall. Das ist, glaube ich, in Österreich auch nicht so das Thema. Nein. Aber was gibt es für Schädlinge, die dann an die Substanz des Hauses gehen? Ja,
Das ist mal zum Beispiel der Hausbock. Ja, ja. Der sagt, viele Leute sagen Holzbock dazu, ja, obwohl der Holzbock sitzt in der Wiese. Das ist ja der Zeck, der klassische. Das ist der klassische Zeck, genau. Ja. Und ja, und wir werden, also der Hausbock, der ist heute befallt, ist den Dachstuhl, das ist ja das Splintholz. Ja. Ja. Und vorbeugen könnte man zum Beispiel sagen, wenn man jetzt einen neuen Dachstuhl macht, man macht das eher mit einem Farbkern, das Holz, ja, dass das einfach das Splintholzanteil ziemlich gering ist. Da könnte man zum Beispiel so schon vorbeugen, ja, ohne jegliche Chemikalien. Ja. Und bei dem ist das Problem, der setzt seine Eier in die Spalten und Ritzen von dem Splintholz ab. Ja. Und der schlüpft dann die Larve, die Käferlarve, und diese Käferlarve, die frisst da 8 bis 10 Jahre lang im Holz, bis man es einmal erkennt. Erkennungsmerkmale wären dann zum Beispiel ein Ausflugsloch, ein ovales, was 5 mm bis 1 cm groß ist, oder ein Bohrmehl, was heruntergefallen ist. Das sind so Indikatoren, ja, man kann es hören, okay, ja. Es klingt so, wenn man jetzt Daumen und Mittelfinger so ein bisschen die Nägel aneinander klack macht, so klingt das ein bisschen. Ja. Ja. Das heißt, wenn ich so etwas sehe, dann Profi anrufen, überprüfen lassen. Beraten. Also vor allem auch wichtig beim Thema Hauskauf, denke ich mir, also dass man sich das vorher auch den Dachboden genau anschaut. Genau, und und überprüft, ob vielleicht findet man solche Indikatoren auch, also sage ich mal, ob es irgendwo ein Hausschwammbefall gibt, ist auch ein Thema. Ja. Das ist auch ein holzzerstörender Pilz. Ja. Ja. Da sieht man wirklich einen Pilzkörper. Ja. Aber wenn der Pilzkörper schon ausgetreten ist, dann hat er schon ziemlich viel Schaden angerichtet. Ja. Man sieht auch, es gibt so einen Würfelbruch beim Holz etc. Ja. Das sind auch so Indikatoren. Ja. Ja, sonst, ich glaube, ein Klassiker, der auch immer wieder Thema ist, sind Schaben, Kakerlaken. Wie schaut es da aus in der Schädlingsbekämpfung? Ist das ein großes Thema? Ist immer ein Thema, und wir haben, also was wir vorwiegend haben, sind die deutschen und die orientalischen Schaben. Ja. Und die deutschen Schaben, da haben wir auch letzten Sommer einen ziemlich großen Andrang an Anrufen gehabt, wobei das war dann keine deutsche Schabe, sondern das war eine Bernstein-Waldschabe. Ja. Und das ist schon extrem ähnlich. Ja. Man unterscheidet es am Halsschild. Ja. Ja. Die deutsche Schabe hat zwei schwarze Streifen und die Bernsteinschabe nicht. Und die Waldschabe, und die ist auch flugfähig, im Gegensatz zu anderen. Ja. Und da ist oft dann das Thema, eben, dass die Hausverwaltungen uns anrufen und sagen, ja, die haben jetzt auf einmal Desktop, alle rufen es an wegen Schaben. Und das ist sicher eine deutsche Schabe oder was auch immer, Kakerlake. Ja. Und wir geben dann Entwarnung und sagen, die essen nur Pflanzenreste, also abgestorbene Pflanzenreste. Und das ist im Prinzip eher als fast das Nützling einzuordnen. Ja. Und was man dann nur den Leuten empfehlen kann, wenn sie es nicht mehr drinnen haben wollt, macht ein Fliegengitter und dann ist das, hat sich das erledigt. Aber es sind eigentlich Nützlinge. Aber trotzdem will man es wahrscheinlich nicht in der Wohnung haben. Nein, also gewisse Leute, was man noch nicht in der Wohnung haben will, zum Beispiel gewisse Lästlinge, zum Beispiel asiatischen Marienkäfer, was man öfter sieht, oder irgendwelche Wanzen, Kiefernwanze. Ja. Das hat man vielleicht gesehen, das sind diese länglichen Wanzen, die dann quasi zum Überwintern dann in die Wohnung kommen. Ja. Und wenn die dann in Massen auftreten, kann man es fast schon als Lästling definieren, wobei es eher ein Forstschilling ist und nicht in der Wohnung das betrifft. Ja, also in der Wohnung ist dann eher, wenn ich an Wanzen denke, die Bettwanze noch ein Thema? Die Bettwanze ist ein Thema. Aber auch wieder vermehrt, glaube ich, in Europa. Genau, die wird durch Zuzug einfach und durch die Verschleppung. Ja, aber das kann jeder beliebige bekommen. Also auch durch den zunehmenden Tourismus, und wenn man selber irgendwo. Genau, man kann sich auch selber einschleppen. Also man kann sich auch selber einschleppen, und da braucht man sich auch nicht genieren, wenn man mal das hat, weil es gibt 5-Sterne-Hotels, die sowas auch bekommen, und erst vor kurzem ist glaube ich, in New York da der Apple Store vom Bett wegen Bettwanzen geschlossen worden. Okay. Ist aber relativ schnell zum Bekämpfen.
ist schwierig zum Bekämpfen. Schwierig zum Bekämpfen. Bettwanz, das wünscht man keinen. Okay, ja. Okay. Also aber es ist gleich möglich. Gleich den Profi rufen. Und gleich den Profi rufen, Beratung einholen, ja. und hier gibt es verschiedene Bekämpfungsvarianten, was man anbieten kann, und da kann man sich einfach mal durchfragen. Ja. Vielleicht abschließend, glaube ich, auch eine ganz spannende Frage ist immer das Thema der Kosten. Kann man das kalkulieren? Wisst ihr schon im Vorfeld genau, was das kosten wird, die Schädlingsbekämpfung? Wie groß der Umfang ist? Oder wie macht ihr eure Kalkulation, damit sich auch der Hausverwalter oder der Hauseigentümer schon vorher ein Bild davon machen kann, also, was da auf ihn zukommt? So bei Wespennestern haben wir Pauschalen, da gibt es die Reichen von beispielsweise 100 Euro bis 150 netto, je nachdem, wo das liegt, das Nest, ob das jetzt, ob man da eine Leiter braucht oder je nach Aufwand halt. Ja. Das siebte Stockwerk außen ist dann schon ein bisschen teurer als das Geschoss. Genau, ja, es ist immer unterschiedlich, wo oder muss man durch einen Dachboden kriechen oder wie auch immer. Ja. Je nach Aufwand ist das, oder Riesennester haben auch einen erhöhten Aufwand, man braucht länger, es ist einfach schwieriger zugänglich vielleicht. Wie schaut es aus bei Nagern, wenn man mal weiß, wie groß die Population ist? Ja. Wie gesagt, da kommt es auf den Befallsdruck einfach an, wie sich der Preis dann gestaltet, wie oft man hinfahren muss. Aber da sagen wir auch immer, okay, wenn einer anfragt wegen einem Preis, da sagen wir, es kann 2 bis 3 Mal vielleicht dauern, je nach Befallsdruck. Und dann schauen wir, dass wir das in die Richtung hinbekommen. Ja. Ja. Also ihr könnt das dann aufgrund der Analyse entsprechend kalkulieren. Erfolgsquote? Wenn ich jetzt an Nager denke, oder? Da haben wir eigentlich 100%. Ja, okay. Wobei es immer natürlich, es gibt da immer Ausnahmen, wo man sagt, da gibt es beispielsweise einen Missplatz in der Nähe, der immer wieder so ausschaut, dass dort immer die Ratten angelockt werden, dann. Die sich halt dann weiter verbreiten, aber. Genau. Ja, am Objekt selber kann man es sicherstellen. Genau. Ja. Sehr gut. Vielen Dank für den großen Einblick zum Thema Schädlinge und Schädlingsbekämpfung. Und ja, danke für Ihren Besuch bei uns beim Experteninterview. Danke auch.